Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Machine 2.de Prios. Ja, ich habe ein bisschen PvP aufgenommen mit Queenie. Und zwar war das eine Klopperei gegen Camorra vor dem Tempel, das heißt OTM. Und ja, da haben wir, denke ich mal, doch ganz gut dominiert. Man muss dazu aber auch fairerweise sagen, dass wir da ein, zwei Leute mehr waren, das muss man auf jeden Fall auch sagen dazu. Aber ich denke mal, wir haben das ganz gut dominiert bekommen. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, worüber wir heute einfach mal ein bisschen sprechen wollen. Also als allererstes, das hier wird kein Hate-Video oder sonst was. Camorra ist eine feine Gilde von uns, ja. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, ja, Camorra scheiße, darum. So, nee, ist nicht mein Ding. Habe ich aber, glaube ich, auch schon das letzte Video mal gesagt oder so. Keine Ahnung, ist aber auch egal. Aber auf jeden Fall ist mir da so ein bisschen was aufgefallen, was ich persönlich einfach mega unnötig finde und ich finde, das Spiel auch ein bisschen so kaputt macht. Für mich hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt, dass die Leute weniger am Krieg interessiert sind in-game, sondern die wollen eigentlich nur schreiben, du bist scheiße, weil du arbeitslos bist, oder du bist scheiße, weil du dick bist, du bist scheiße, weil du kleine Kinder bummst. So, das ist für mich, ich will kloppen, wenn ich liege, dann liege ich, wenn ich gewinne, dann gewinne ich. Und dann schreibe ich nicht irgendwie, ja, du bist aber scheiße, weil deswegen. So, da finde ich, das ist total unnötig und ich finde auch, dass sich das auf jeden Fall in den, ja, sag ich mal, ein bis zwei Jahren verdammt geändert hat. Also wenn ich so zurückdenke an richtig gute Kloppereien, die ich bisher hatte und auch oft hatte, dann hat man einfach gekämpft. Klar waren dann halt ein paar Leute bei, die so geschrieben haben, boah, du bist scheiße oder Bug-User oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt konnte dir das dann egal sein, weil immer genug Gegner da waren, die du auch, so, gegen die du auch kämpfen konntest und so weiter. Und momentan ist es so, die wollen, oder Gegner wollen nicht mehr gegen dich kämpfen, sondern die wollen dir einfach nur das Spiel versauen. Man wird nicht stehen gelassen, wenn man irgendwie gelegt worden ist. Das ist ja vollkommen legitim. Zum Beispiel Lucana, wenn Lucana ankommt. Ich habe keine Lucana-Dev. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Ich glaube, da war auch ein guter Lucana bei. Da werde ich ein bis zweimal auf jeden Fall sterben. Wenn man liegt, dann klar, passiert. Keiner hat Full-Dev gegen alle Klassen. Also, das ist klar, dass wir da ein bis zweimal sterben. Jeder locker. Aber dann wird man nicht ausstehen gelassen und vollpotten oder sonst was. Dann kriegt man die K. Keine Ahnung, wir wollten doch kloppen. Warum kriegt man dann DK? Sowas finde ich halt total unnötig und scheiße. Ich habe nichts dagegen, wenn ich Duelle gegen jemanden mache, gegen jemanden verliere und dann sage muss, ja hey, du bist besser als ich. Habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube, dieses Ego haben verdammt viele Leute momentan in Metin 2 und das ist eine schlechte Entwicklung und das finde ich auch scheiße. Einfach nur noch Ego pushen, ja, ich bin der Geilste deswegen und ich bin der Geilste, ich bin der Metin 2 Gott, Alter, ich bitte dich. Sowas gehört, finde ich, nicht ins Spiel rein. Da sieht man gerade den Lucana, der hat mir gut auf die Fresse gegeben. Das muss ich eingestehen zum Beispiel. Ist vollkommen okay. Aber da kann ich da zum Beispiel auch sagen, bald werde ich Lucana Def haben, dann wird es anders ausschauen. Das ist ja alles cool. Das ist ja, Metin 2 ist immer ein Wettkampf. Aber ein Wettkampf sollte immer fair sein. Und da ist sowas wie DK geben oder so schreiben, du bist ein Bastard, deswegen, das ist doch unnötig. Leute, das ist ein Spiel und wir wollen Spaß haben. Und da finde ich, hat zum Beispiel das Real Life gar nichts mit zu tun. Und zum Beispiel ein Vorfall. Da kam dann mal jemand auf unser TS und dann hieß es irgendwie direkt so,
Ja, du bist scheiße, weil du arbeitslos bist. Du bist scheiße, weil deswegen, du hast mal jemanden abgezogen. Sowas, weißt du, man kommt aus TS, um was zu klären, und dann wird einem sowas an den Kopf geworfen, was, glaube ich, zum Teil auch gar nicht stimmte. Und wenn ich zum Beispiel das Wort ergriffen habe, dann wird gefragt, ja, was machst du denn beruflich? Und im Endeffekt, was hat das jetzt gebracht, mich sowas zu fragen? Sowas frage ich mich dann immer. Ist das wirklich nötig? Ist das cool? Ist das, keine Ahnung. Da finde ich auf jeden Fall, das hat sich ein bisschen ins Negative gewandelt. Ich sag jetzt nicht, dass Crew irgendwie ja unschuldig sind oder sonst was. Wir haben mit Sicherheit auch Leute, die genauso ticken. Aber ich finde, sowas hat in-game nichts zu suchen. Ich will mich einfach nur klopfen, ich will Spaß haben und ich finde, darum sollte es doch gehen, oder? Ihr könnt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Video war mir wichtig, ein bisschen PvP und so weiter. Und ich würde sagen, ich bin raus. Bis denn, Grüße, Fossi.